Ja, liebe Leute, willkommen zu einem wirklich tollen Sonntag mit schönen News. Ich habe an meiner Seite hier Oliver Waag-Jürgensen. Oliver, schön, dich hier zu haben. Hallo, Vince. Oliver ist der Gründer des High Ground Clubs in CSCs in Berlin und die treibende Kraft mit ganz vielen tollen Menschen, die was Wundervolles, ich krieg Gänsehaut, was Wundervolles dieses Wochenende in Deutschland vollzogen haben. Was habt ihr gemacht, Olli? Okay, Vince, also erstmal habe ich High Ground nicht alleine gegründet. Ja, das ist auf vielen Schultern gewachsen sozusagen. Und wir haben jetzt am Wochenende, gestern, ganz offiziell den Dachverband für deutsche CSCs gegründet und wir haben auch bereits 11 Mitglieder aus ganz Deutschland. 11 Mitglieder, Leute, das bedeutet schon 11 Vereine. Denn wie ist das hier zustande gekommen? Es war ja jetzt hier, dass hier Leute, die schon lange aktiv sind in der Szene, sich hier getroffen haben. Kannst du ganz kurz mal ein bisschen zusammenfassen, wie das hier gekommen ist und was euer Gedanke bei diesem Dachverband ist? Okay, das kann ich mal versuchen. Also der Gedanke war natürlich, dass wir ein politisches Gewicht bekommen und nicht mehr überhört oder übersehen werden können. Und es ruht eigentlich auf den Schultern der Unterstützung durch das Hanfmuseum in Berlin, durch ENCODE, die Europäische Organisation für Drogenpolitik mehr oder weniger, die uns gefördert haben. Die haben das Treffen gefördert mit Geld, war mein erster erfolgreicher Kostenübernahmeantrag. Und dann waren eben alle auch aus der europäischen Perspektive zusätzlich dafür und haben das gefördert, weil Europa guckt nach Deutschland, haben alle mitgekriegt. Und wir wollten einfach eine Struktur schaffen, die es uns ermöglicht, organisiert, legal Druck auf die Politik ausüben zu können, in die Richtung nach außen und nach innen halt die Vereine und die bei uns Mitglied sind, zu schützen und den Standard zu liefern, Qualitätskontrollen zu liefern, Tipps bei der Gründung zu geben und all solche Sachen, die dann anliegen, was ein Dachverband eben macht, so ein Dachverband. Damit hast du schon so ein paar wichtige Fragen vorweggenommen, weil eben ich hatte Leute schon gefragt und die haben gefragt, genau sowas, was macht der Dachverband? Kannst du mal den Leuten sagen, ihr habt ja jetzt 11 Mitglieder, das sind 11 Vereine aus Hamburg. Kannst du mal ein paar Städte nennen? Duisburg. Hamburg, Düsseldorf, Duisburg, Stuttgart, wie heißt das da unten? Ich bin immer nicht so gut im Süden, Nürnberg. So aus der Gegend Hannover ist dabei. Also es gibt schon in Deutschland ziemlich verteilt, zwar noch ein Berliner Übergewicht, mehr oder weniger, aber das kommt gar nicht richtig zur Geltung, weil wir auch im Stimmrecht darauf achten werden, dass das so gewichtet wird, dass eben auch kleine Vereine berücksichtigt werden und die Großen nicht alles abstimmen können. Ja. Und jetzt kommen wir zu der wichtigen Aufgabe des Dachverbands. Der Dachverband, so als Außenstehender, wie ich das auch jetzt mitbekommen habe, wird dafür da sein, den Leuten in Deutschland zu helfen, autonom und selbstständig sich aber mit Hilfe zu organisieren. Es geht am Ende, Leute, ihr müsst die Arbeit machen bei euch, wenn ihr was bewegen wollt. Aber genau hier werdet ihr Hilfe finden. Was werdet ihr helfen? Wie werdet ihr den Leuten in Deutschland bei der Gründung von CSCs behilflich sein? Wo das Verständnis noch nicht so richtig da ist. Wir haben in Deutschland ein Vereinsrecht. Und auf dem Boden des Vereinsrechts sich legal zusammenzuschließen in einem, sagen wir, politischen Verein, ja, der jetzt nicht gleich gründen will oder sowas, sondern eben helfen möchte, auf die Legalisierung vorzubereiten, da Druck zu machen, dass sie so wirkt, wie wir das wollen und eben in dem Moment, wo sie kommt, da zu sein und dann auch zu produzieren, das ist ja das Ziel eines CSCs, die Versorgung der Mitglieder, Niedrigschwelligkeit, Sozial und so weiter. Okay, nicht kommerziell ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt habe ich komplett den Faden. Alles gut, du hast gerade erklärt, wofür der Verband da ist. Eben Schutz auch, ja, dass man sagen kann, wir sind nicht ein Verein und wir wollen in der Legalisierung dies, das, Ananas, sondern wir sind 50. Ja. Ja. Und ihr wollt jetzt was machen, was so viele Leute betrifft. Wir haben zusammen X, Y, dann also jetzt geschätzt, nicht real, ja, 500 oder 1000 Mitglieder. Dann ist das eine andere Stimme, eine andere Gewichtung. Und dann kann die Politik nicht so einfach weghören. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und nach innen, weil eben viele Unsicherheiten haben, nicht jeder ist so gewandt im Vereinsrecht. Genau. Ich bin da auch ein Neuling, ich lerne ganz viel gerade und auch, ist auch anstrengend zum Teil. Ja. Aber die Hilfe wird natürlich gewährleistet. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen einen Verein gründen, wie geht das? Dann kommt zu uns, dann sagen wir euch, wie das geht. Und dann eben auch legal und wie gesagt, dann seid ihr aufgestellt, wenn es wirklich zur Legalisierung kommt. Und ihr könnt sagen, naja gut, da haben wir auch unsere Finger mit drin gehabt. Ja. Leute, es ist, wie gesagt, es wird eine Hilfestellung geben. Ich habe gerade mal gefragt, es wird auch demnächst, weil gestern wurde der Name auch zusammen abgestimmt. Deswegen konnte es auch noch gar keine Domain geben, wo es eine Präsenz gibt.
Ich werde euch, und das ist mir eine absolute, wirklich eine Verpflichtung mit meiner Reichweite, ich werde euch konstant die ganze Zeit auf dem Laufenden halten, wo ihr welche Informationen kriegen werdet. Der Verband wird sich um so eine Fragen kümmern. Struktur, was ist benötigt? Sogar so eine Sachen wurden hier besprochen. Wie ist Öffentlichkeitsarbeit dann für euch in eurer Stadt? Wie geht ihr mit der Politik um? Dann auch so eine Fragen, wenn ihr 100 Mitglieder habt, was erwartet euch zum Anbau, damit es dann nachher nicht zu lange dauert, sondern wir so gut wir können vorbereitet sind, um dann wirklich loszulegen. Weil eine Sache ist mir nochmal ganz wichtig, Olli. Wir kriegen ja mit, dass wenn wir internationales und europäisches Recht haben, selbst die Politik verstanden hat, dass die CSCs die allerbeste erste Möglichkeit sind, tatsächlich Cannabis in die Gesellschaft zu tragen. Und da seht ihr sein Grinsen. Deswegen ist das so eine wichtige Bastion mittlerweile geworden. Und ich freue mich wirklich, dass hier Leute sich zusammengetan haben und jetzt ein ganzes Wochenende wirklich, und ich konnte es beobachten, Leute, die Leute haben sich hier aneinander gerieben, weil sie was bewirken wollten, im positivsten Sinne. Es hat viel Energie gekostet. Ich glaube, Olli will auch ins Wochenende dann. Ja, ich finde das toll, dass ihr mir nochmal zuhört, weil wir haben echt viel Arbeit reingesteckt. Ja. Das war eine ziemlich übermenschliche Leistung gestern. Vielleicht, wirklich. Ja, weil auch 12 Stunden, wir haben 12 Stunden durchgezogen. Wir wollten einfach, dass das Baby sicher wird. Dann haben wir noch Workshops angeboten für die Teilnehmer, die dann in ihren CSCs wiederum benutzt werden können. Wir können eine Kalkulation liefern für den Anbau. Was muss ich berechnen? Wie berechne ich das? Fläche oder was? Wie? Wo? Ja. So, ich nehme mal ein paar Fragen vorweg. Ja, ihr werdet auch CSCs gründen können und werdet, wie wir schon so angerissen haben, hier eine Anlaufstelle finden, wo ihr die grundlegenden Informationen und Sachen an die Hand bekommt. Mitglied im Verband, wie wird man das? Man kann ihn unterstützen mit Spenden. Und ja, eigentlich wird man, und das ist das Wichtige, im Verband Mitglied mit einem eigenständigen CSC. Also okay, das erkläre ich kurz. Das ist aber jetzt ein ganz doofes Rechtsfu, okay? Okay. Es gibt normale Personen, echte Personen, so wie uns. Und es gibt juristische Personen, wie Firmen oder Vereine eben. Okay, und ein Verein ist eine juristische Person, die wird repräsentiert über den Vorstand. Ihr braucht also einen Vorstand. Es sind mindestens 3 Leute. Und der Vorstand kann bei uns Mitglied werden, und zwar der den Verein repräsentiert sozusagen. Also muss nicht nur jetzt der Vorsitzende sein, aber eben Teilnehmer, Mitglieder des Vorstands. Die werden bei uns Mitglied, repräsentieren euren Verein und unterstützen halt den Dachverband. Ja, super. Als juristische Person. Genau. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich irgendeine wichtige Frage übersehen habe. Wir können auch selber. Was ist denn, das haben wir alles geklärt. Darf man entfernt wohnen. Eine Frage, Olli, was glaubst du, die Frage wurde ein paar Mal gestellt, kann man nur Mitglied in einem CSC sein? Gute Frage, pass auf Leute, wir sind in Dunkelheit, ja, und wir haben eine kleine Kerze und wir laufen irgendwie voran und haben hinter uns 20 Leute, die denken, wir wissen, wo es lang geht. Wir haben kein Gesetz, wir haben einfach noch nichts in der Hand. Ich kann dazu echt noch nichts sagen. Gut. Das Problem ist, die Politik handelt nicht und das ist eben unser Ansatz. Wir werden jetzt so groß, dass wir sie ein bisschen trinken können, dass sie halt in Ballung kommen. Ja, deswegen, Leute. Ich gucke nochmal, ob irgendeine. Wieso konnte jetzt auf einmal ein Dachverband gegründet werden? Weil Leute sich die Arbeit gemacht haben und wirklich viel Zeit reingesteckt haben. Leute, es waren hier am Wochenende aus ganz Deutschland, haben Leute ihre Freizeit geopfert und die Monate Vorarbeit. Da habe ich einen heiden Respekt vor. Das ist nicht wenig gewesen. Ja, und keiner wurde bezahlt. Wir haben es auf Ehre gemacht, weil es einfach, wieso wurde der gegründet? Weil wir einen brauchen. Wir haben laut EU-Drogenbericht 2021 um die 14 Millionen Leute in Deutschland, die schon mal Kontakt oder Cannabis konsumiert haben. So, und ein Dachverband ist geil, ein Dachverband geil, kein Problem. Müller, alles geil. Aber wir können 10 davon brauchen oder 20. Weil wir viel mehr sind, als sie uns glauben machen wollen. Und deswegen sind wir eine Ergänzung und keine Konkurrenz. Ja, also ganz wichtig. So, ich denke, die allerwichtigsten Sachen haben wir schon mal geklärt. Wie gründet man einen CSC? Da hilft euch der Dachverband mit der Homepage, da wird viel kommen. Da wollte ich auch gerne was zu sagen. Also die Homepage und die ganzen Sachen, ich weiß, ihr wartet alle drauf, aber weil wir eben wirklich alles auf Ehre reißen und einige von uns nicht so viel Zeit haben wie ich und berufstätig sind, Familiennamen, Tripaco, ihr wisst, wie das ist, ist das nicht so einfach übers Knie zu brechen. Ja? Und wir sind jetzt ein frisch gegründeter Verein, wir haben irgendwie 40 Euro Vereinsvermögen, die wurden gerade gespendet.
Und ihr könnt uns in jeder Form unterstützen, durch Mitarbeit, durch Vorschläge, durch Arbeit an der Website zum Beispiel. Oder eben, wir werden jetzt diverse Vorschläge bei uns den Mitgliedern vorstellen, die daran arbeiten. Und für das Verfahren zum CSC gründen, das ist einfach ganz einfach, da wendet ihr euch an uns und dann kriegt ihr eine Satzung und die Richtlinien von Encode in Deutsch und dann könnt ihr da schon mal reingucken. Seht ihr, Leute, genau so wird es dann laufen. Ich bin wirklich gespannt. Die Detailfragen wurden gestern diskutiert, aber wie Olli sagt, wir haben da noch keine Antwort drauf, auf was die Politik uns als Rahmen gibt. Ob zugekauft wird, ob nur selber angebaut wird, ob Leute zu Hause und Transport in den Club. Das sind Detailfragen, auf die können wir noch nicht eingehen. Aber Olli, wie ich es gesagt habe, ich supporte euch so gut ich kann. Ich lade dich noch zu einem Stream ein und da können wir wirklich mal eine Stunde in Ruhe darüber sprechen, was hier alles passiert ist. Jederzeit, Vince. Also vielen lieben Dank an das gesamte Orga-Team und den gesamten Vorstand. Danke an Leute, wenn's dann Infos gibt, wenn es eine Homepage gibt, wenn es einen Instagram-Account gibt, ihr wisst, werdet ihr bei mir finden. In diesem Sinne, schönen Sonntag.